Da heute ein sonniger Tag ist und es Frühling wird, hat Maria beschlossen, eine Fahrradtour zu unternehmen. Sie holt ihr altes Fahrrad aus dem Schuppen. Bevor sie losfährt, möchte sie noch schnell ihre Kette ölen. Doch welches Öl soll sie verwenden? Sie informiert sich im Internet. Dort trifft sie auf verschiedene Meinungen. Einige empfehlen ihr Sonnenblumenöl, andere setzen auf Fahrradöl. Maria ist ratlos. Welches Öl soll sie verwenden? Um die Frage zu beantworten, muss Maria sich Sonnenblumenöl auf molekularer Ebene anschauen. Die Gruppe auf der linken Seite ist Glycerin. Daran hängen drei Fettsäurereste. Welche Reste das genau sind, ist unwichtig. Diese Fettsäurereste sind eigentlich nur unpolare Kohlenwasserstoffketten. Wenn Sonnenblumenöl nun mit Wasser und Enzymen wie Bakterien in Kontakt tritt, passiert Folgendes. Die Bindungen werden aufgespalten. Ein Wasserstoff- und ein Sauerstoffatom vom Wasser knüpfen sich an das Glycerin. An die Fettsäurereste kommt das andere Wasserstoffatom. Die vorher unpolaren Fettsäurereste werden nun sehr stark polar, da das Sauerstoffatom durch die sehr hohe Elektronegativität an den Bindungselektronen zerrt. Durch diese Polarität setzt nun die Schmierwirkung aus, da die Stoffe nicht mehr richtig aneinander vorbeifließen, sondern leicht an andere Moleküle anhaften. Der Unterschied zum Fahrradöl besteht darin, dass das Fahrradöl aus einer einzigen Kohlenwasserstoffkette besteht. Diese hat deutlich stabilere Bindungen und ist außerdem unpolar. Durch diese Unpolarität ist die Schmierwirkung sehr gut und die Stoffe in der Fahrradkette können reibungslos aneinander vorbeifließen. Maria ist glücklich über die Hilfe und weiß nun, dass sie das Fahrradöl benutzen sollte, weil es nicht so anfällig für Wasser und Enzyme ist.